Pocoyo. Hallo. Warte mal, was ist denn das? Nicht da. Nein, in der anderen Richtung. Oh je. Yeah. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, wo er hinsehen muss? Hinter dich. Das ist richtig. Das ist ein kleines Puppentheater. Oje. Oh, was ist das? Eine Schachtel? Oh. Lass uns mal nachsehen, was da drin ist. Das bist ja du, eine Pocoyo-Puppe. Was wird er jetzt wohl machen? Ich bin Pocoyo. La 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 la. Ich bin Pocoyo. Puppenspieler und Publikum in einem zu sein, ist ganz schön anstrengend, Pocoyo, hä? Huh? Meinst du nicht, dass deine Freunde das Publikum sein könnten? Ja! Mit Didi und Dudu. Mit Didi und Dudu. Wir finden es lustig, wenn deine Puppe runterfällt, Pocoyo. Wunderbar! Los, wir klatschen alle für Pocoyo, den Puppenspieler. Wollen wir? Elli, Pato, Baby Pieps und kleine Raupe müssen euch unbedingt etwas zeigen. Das wird euch bestimmt gefallen. Elli, du die. Das bist du, Elli. Und wie hübsch du aussiehst. Na, hoppla, aber auch. Ich glaube, sie wollen noch ein Stück sehen, Pocoyo. Was ist denn das? Das sieht doch ganz so aus, als wären wir in einem Weltraumabenteuer. Verstehe. Pocoyo zeigt allen, wo es lang geht. Bravo! Oh, ein Alien. Seht nur, wie erschrocken Pato und Elli sind. Die Aliens haben Pocoyo zu ihrem König gemacht. Elli und Pato finden die Geschichte nicht besonders toll. König Pocoyo.
Elli? Pato? Tja, wie es aussieht, sind sie ein bisschen sauer auf dich. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, warum seine Freunde verärgert sind? Weil er sich lustig gemacht hat. Er hat sich über Elli und Pato lustig gemacht. Es macht dir nichts aus, Pocoyo. Es macht dir was aus, Pocoyo. Nicht wahr? Pocoyo hat es nicht so gemeint. Pocoyo strahlt mich. Und, seid ihr wieder Freunde? Wie schön, wenn alle nett zueinander sind. Entschuldigung. Und wie schön, dass Puppentheaterspielen so viel Spaß machen kann. Macht's gut miteinander. Bis bald.